Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Rendite-Mops-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung. Und das heutige Video soll sich um das Thema Unternehmensentwicklung drehen und in welchem Stadium sich ein Unternehmen befindet. Wie ihr vielleicht schon wisst oder vielleicht auch schon selber anwendet, finde ich es gut, bevor man sich überhaupt ein Unternehmen anguckt, was Kennzahlen angeht und die Entwicklung angeht, dass man sich vorher mal damit auseinandersetzt, was ein Unternehmen eigentlich macht. Das ist auch nichts anderes als das, was Warren Buffett beispielsweise immer predigt. Und sich eben auch mal Gedanken dazu macht, zu sagen, okay, glaube ich oder bin ich der Meinung, dass dieses Geschäftsmodell, unabhängig jetzt davon, ob das jetzt gerade gut oder schlecht läuft, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt Zukunft hat. Und es gibt von der Boston Consulting Group eine Matrix, nämlich eine, die dann auch BCG-Matrix heißt, wenn mich nicht alles täuscht, die einen Produktzyklus in vier Teile einteilt. Und ich hatte mir mal vor Jahren überlegt, ich weiß nicht, ob es das nicht eventuell schon auch gibt, dass man dieses System, was ja auf, wie gesagt, ein einzelnes Produkt runtergebrochen ist, nicht, ob man das nicht eigentlich auch auf ja, ein ganzes Unternehmen anwenden kann. Natürlich mit einigen Abstrichen und einigen Erklärungen als solches, aber nichtsdestotrotz nutze ich das schon, um mir zu überlegen, okay, in welchem Bereich befindet sich denn eigentlich und ein Unternehmen, in das ich investieren möchte. Und das möchte ich euch heute mal kurz vorstellen. Ihr müsst da nicht meine Meinung teilen. Ihr könnt darüber diskutieren und gerne auch eure Meinung in die Kommentare sagen. Ich habe mir mal so ein Pen hier besorgt zum Zeichnen. Ich bin ganz, ganz schlecht im Zeichnen, aber ich versuche das mal einigermaßen hinzubekommen. Das ist jetzt hier auch mein erstes Mal mit diesem Stift. Also seht es mir bitte nach. Ich habe mir ja schon die Einteilung hier im Vorfeld gemacht, zumindest die geraden Linien. Also versuchen wir mal, ich versuche mal hier mein Glück. Und wir haben hier auf den Achsen die Einteilung. Hier geht es nach. So, schauen wir mal. Hier kommt die relative. Der relative Marktanteil. Ja, ich hoffe, das kann man lesen. Und hier an der Seite kommt das Marktwachstum. Okay, so. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen lesen. Da fehlt so ein bisschen das R. Ich musste so auf der Seite. So, ihr wisst, was ich meine. Also, diese Boston Consulting Group Matrix geht eben davon aus, dass ein Produkt vier Stadien durchläuft. Und mehr oder weniger finde ich, dass auch ein Unternehmen vier Stadien durchläuft. Im Zweifelsfall ist es aber so, dass wir ja, Zeit unseres Lebens oder innerhalb eines Menschenlebens nicht diese vier Zyklen erleben, wobei das in der heutigen Zeit mittlerweile etwas schnell oder ja doch schneller geworden ist, weswegen es auch durchaus einige Unternehmen gibt, die man eben sieht, die alle Zyklen durchläuft, laufen. Ja, aber fangen wir mal an mit dem ersten Bereich, nämlich den sogenannten Question Marks, also den Fragezeichen. Das heißt, es ist im Prinzip nichts anderes. Wir haben hier ein Produkt, da ist oder verspricht sich ein hohes Marktwachstum, ist noch ein relativ geringer Marktanteil. Ich übersetze das jetzt zum Beispiel, das ist ein Unternehmen mit einem Produkt oder Produkten, wo man jetzt noch nicht weiß, ist das
Wird es angenommen? Wird es ein klassischer Ten-Bagger oder Hundred-Bagger? Und ja, wie wird sich das entwickeln? Klassisch, was mir jetzt zum Beispiel, also vor ein paar Jahren Netflix, ja? Da war es so ein Fragezeichen. Sicherlich im Nachhinein ist man immer schneller. Aber wenn man jetzt so ein aktuelles Beispiel wäre so die ganzen Wasserstoffaktien. Ja, Wasserstoff, ein ja, Unternehmen in dem Bereich, wo man sagt, okay, das ist noch nicht so effizient, lohnt noch nicht. Für welche Bereiche ist das anwendbar? Selbst wenn es gut läuft, welche dieser Unternehmen werden sich dann durchsetzen oder wird es denen alles so ergehen wie damals die Solarbranche? Das sind also sozusagen diese Question Marks. Wir wissen nicht, ob das Produkt angenommen wird vom Markt. Wir wissen nicht, ob das Unternehmen, also wissen vielleicht sogar, das Produkt ist gut, aber wird es jetzt genau dieses Unternehmen werden? Aber es ist natürlich auch der Bereich, wo beispielsweise ja, wenn man dabei bleibt und richtig gelegen hat, natürlich am meisten Rendite machen kann auch. Ja, also so Casino-Spiel sozusagen. So, mal sehen, ob das hier klappt. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine ASA. So. Okay. Zweites. Das sind die sogenannten Stars. Ich versuche mal hier. Ja, Stars sind die Unternehmen, also in meiner Sprache, die ja, einen relativ hohen Marktanteil haben, super Marktwachstum haben. In meiner Welt meistens Unternehmen, die also schon positiven Cashflow haben. Das ist alles so, gerade wird's vom negativen zum positiven Cashflow, beziehungsweise befinden sich in der Phase, wo sie praktisch Geld drucken, sind aber meistens Unternehmen, die ihr Geld bei sich behalten, keine Dividende ausschütten, weil sie einfach das Geld entweder noch für Wachstum benötigen, also noch einen negativen Cashflow haben oder einen geringen positiven Cashflow haben und eben noch sehr, sehr viel in Wachstum stecken, beziehungsweise das Geld besser wiederverwenden können und eben nicht 2% Dividendenrendite raushauen, sondern das Geld nutzen und eben weiter das Geld reinvestieren und damit über den Aktienkurs eben dann auch profitabler sind, als wenn sie jetzt eben, wie gesagt, das ausschütten. Das sind sozusagen die Stars, ja. Wie gesagt, innerhalb dieses Rahmens bewegen wir uns zwischen noch negativen Cashflow und schon positiven Cashflow. Ja, und was würde einem da einfallen? Ach so, und natürlich bei den Produkten, genauso wie bei diesen Unternehmen, kann durchaus es ein Produkt geben, was einen hohen Marktanteil hat und noch ein hohes Marktwachstum hat und trotzdem in die letzte Stufe kommt, weil beispielsweise das Thema sanktioniert wird als Beispiel oder die Leute das nicht mehr kaufen oder dergleichen. Ja, also es gibt sowohl innere Einflüsse als auch äußere Einflüsse. So, also bei den Stars, ja, klassisch würde mir da zum Beispiel eine Facebook einfallen. So, wobei die sich schon fast so ein bisschen hier bewegt. Na, Amazon. Aber auch Google. Also Alphabet. Ja, also große Unternehmen, hohen Markteinteil haben, immer noch ein ordentliches Marktwachstum, aber, und jetzt kommen wir zur dritten Kategorie, kommen die natürlich irgendwann in einen Bereich, wo sie, also gut, bei diesen drei Unternehmen ist natürlich auch teilweise so, dass sie mehr oder weniger in beide Kategorien fallen.
Dann die dritte Kategorie ist die der Cash Cow. Ich erspare euch jetzt meine Zeichnung einer Kuh. Das heißt also, hier sind die Unternehmen, wo ja, man hat als Aktionär vielleicht bei Questionmark investiert, hat viel Geld reingehauen, die haben sich zum Star entwickelt und jetzt zur Cash Cow. Man hat, als sie zu Stars wurden, schon ganz viel mitgenommen, dadurch, dass der Aktienkurs explodiert ist. Jetzt sind sie in einem Bereich, wo der Gewinn nicht mehr möglich, also der Gewinn praktisch ausgeschüttet wird, weil einfach ja, das Wachstum endlich geworden ist. Liegt einfach daran, alle Leute benutzen Google oder Facebook hat, ja, sage ich mal, erreicht alle oder Amazon erreicht alle und nun die Leute shoppen nur noch bei Amazon, dann ist es endlich irgendwie der Grenz. Wert ist dann sozusagen das, was die Leute maximal im Monat ausgeben können für Shopping. Ja, und dann kommt man irgendwann in einen Bereich, ja, wo die Unternehmen dann vor allem das positiv erwirtschaftete Kapital zu einem gewissen Prozentsatz ausschütten an uns als Aktienanleger. Und das sind die sozusagen die Cash Cow. Und ich mache jetzt mal ein besseres Beispiel, weil wie gesagt, bei den drei oben, also der zwischen Stars und Cash Cow verschwimmt es ein bisschen, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hier aufschreibe, eine Shell. Ja, eine Shell, ein Unternehmen, was eben nicht mehr wirklich großartig wächst, tatsächlich aufgrund, das war das, was ich vorhin angesprochen habe, Grund Green Deal, man versucht eben ökologisch ja, sinnvoller zu wirtschaften, nicht mehr so viele Verbrennungsmotoren ja, zu verwenden und immer mehr auf CO2-freie Fortbewegungsmittel, aber auch Fabriken und so weiter. Also man schaut, dass man eben da die Umwelt nicht mehr überstrapaziert und dementsprechend sind fossile Brennstoffe, wo eben auch eine Shell groß geworden ist mit. Ja, sie werden noch Jahre oder Jahrzehnte genutzt werden, weil einfach so schnell sich das nicht ändern wird. Aber das Wachstum ist im Prinzip vorbei und wir befinden uns in einem Rahmen, wo eben ja, Konsolidierung ist und eben die Gewinne größtenteils über Dividenden ausgeschüttet werden. Und da passt Shell ganz gut. Nichtsdestotrotz, auch Shell versucht natürlich in den Bereich erneuerbare Energien reinzukommen. Also es kann natürlich dann durchaus auch da wieder ein Schritt zurück werden, ne? Aber dafür muss halt sehr viel investiert werden. Und Shell könnte zum Beispiel da dann einen relativ großen Marktanteil bei erneuerbaren Energie haben, haben dann aber eben nicht mehr so viel, was sie ausschütten. Und so schließt sich eben sozusagen der Kreis. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Entwicklung, es gibt jetzt einen Durchbruch mit Batterien und Wasserstoff und wirklich CO2-frei und wir brauchen von einer auf der anderen Minute praktisch gar kein Öl mehr. Und dann würde aus einer Shell relativ schnell, weil sie den Trend verschlafen, die letzte Kategorie werden und das sind die sogenannten Poor Dogs. Und das sind dann eben Unternehmen und in der ursprünglichen Matrix sozusagen Produkte, die eben Auslaufmodelle sind, die eben ja, an der Schwelle stehen oder die Schwelle schon überschritten haben, wo eben ein Euro, den ich reingebe, auch nur noch einen Euro rausbringt oder sogar nur noch 90 Cent rausbringt. Und dann wird es Zeit, diese Produktion bzw. diese Unternehmen entweder komplett neu auszurichten oder aber solche Unternehmen gehen dann eben komplett vom Markt. Da es natürlich gerade bei Familienbetrieben immer anscheinend schwerfällt, dass die Unternehmer sich rechtzeitig trennen, gehen dann auch leider viele dieser Unternehmen in Insolvenz. Klassische Fälle, ich will jetzt kein Unternehmen direkt aufschreiben, aber gerade heutzutage, was ihr sicherlich unterschreiben könnt, ist Retail, der Einzelhandel. Ja, also das ist so,
Das hat mal mehr, mal weniger den Zenit überschritten und manche Sachen, gerade durch das billige Geld, werden nur noch am Leben erhalten, aber es sind auch so eine klassischen Zombie-Unternehmen, die eigentlich der Markt normalerweise schon längst bereinigt hätte, nur jetzt eben durch diese Geldschwemme, die auf den Markt kommen, irgendwie noch am Leben gehalten werden. Nicht schön, aber so ist es halt. Ja, das ist so ein bisschen meine, ja, nicht Philosophie, aber das habe ich mir so ein bisschen übernommen an diese Matrix und ich finde die eigentlich ganz gut zu kategorisieren und ich werde auch immer mal wieder, wenn ich über meine Sparpläne oder Aktienanlage rede, eben darauf zurückkommen, wo ich ein Unternehmen einordne und wo ich es, in welches Depot sozusagen ich es deshalb hinstecke. Wie gesagt, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Manchmal sind die Grenzen auch verschwimmend, sage ich mal. Und manchmal sind auch Produkte, beispielsweise Produkte oder Unternehmen schon lange am Markt, eigentlich keine Fragezeichen als solches, sondern eigentlich Cash Cow, aber durch veränderte Umstände. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Karneval. Ja, ist eigentlich eine Cash Cow, aber durch veränderte Umstände, ja, ist jetzt wieder ein großes Fragezeichen, überleben sie nicht. Also, dass es Reisen wieder geben wird, sollte klar sein. Die Frage ist eben nur, überleben sie so lange oder nicht. Ja, und ich hoffe, euch hat das so ein bisschen geholfen. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig dafür interessieren, was ihr darüber denkt. Ich muss hier noch besser werden mit dem Zeichnen. Ich hoffe, es hat euch aber so ein bisschen Spaß gemacht, dass es ein bisschen interaktiver ist. Und würde mich über ein Like freuen und dass ihr diesen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Markus. Ciao.